Hellbent for Leather. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, ich muss mal googeln. Deutsch. Hellbent for Leather heißt Hölle für Leder verrenkt. Hallo, ihr Lieben. Mich zieht's mal wieder Richtung Hard Rock und Metal und ich werde mich deshalb heute mit Judas Priest beschäftigen. Ich habe mir dafür Hilfe geholt und zwar vom Wolli Singh alias Wolfgang Michael Singh, der beruflich Musik macht, ein toller Gitarrist ist und auch Unterricht gibt und mir dabei hilft, dieses Solo zu lernen. So, jetzt geht's los. Viel Erfolg beim Üben. Ja, da lacht er, ne? Dankeschön. Ich werde üben. Jawohl. Jetzt geht's los mit Tapping. Da muss man aber schnell sein. Dann geht es gleich weiter da oben. Oder man baut einen Tremolo-Hebel, einen Tremolo-Hebel an. Katze auf Schwanz. Das war Teil 1 von Hellbent for Leather. Ich werde jetzt erstmal diese Takte üben und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye bye.
Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanalinfo. Und jetzt üben, 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 üben. Und mit Filmen nicht vergessen.